Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zu Bitcoin in vom Mann Show 600 heute am 17. April. Ihr seht's, ich habe wieder die andere Kamera. Warum? Ich habe die Batterie vergessen aufzuladen. Egal, heute geht's wieder los mit spannenden Themen. Wir sprechen über Bitcoin im Versicherungsmarkt in Frankreich, über Satoshis Treasure und über Reisen buchen mit Bitcoin in den Vereinigten Staaten, sage ich schon, in England. Bevor wir mit dem Preis beginnen, hier wieder ein Dankeschön an unseren Sponsor Bitwala Blockchain Banking aus Berlin. Besorgt dir das Konto, das kostenlose Konto. Der Link ist in der Beschreibung. Wir starten mit dem Preis. Ja, das war ein netter Jump gestern. Wir sind von 5.000 Dollar gestern Nachmittag auf 5.226 Dollar aktuell hochgesprungen. Ja, was das ausgelöst hat, ja, keine Ahnung. Es gibt da irgendwie jetzt nicht so ein besonderes Ereignis, aber ich kann nur sagen, es gab mehr Käufer als Verkäufer, ja. Und es scheint, der Bitcoin will doch noch weiter höher pushen, wobei viele gerade danach schreien, dass wir ja an einem Punkt sind, wo wir nochmal einen richtig großen Drop sehen werden. Natürlich kein Drop jetzt auf die 3000er, aber nochmal ein paar hundert Dollar runter. Diese Woche, denke ich, wird weiteres zeigen. Gucken wir zuerst mal nach Frankreich. Ja, Notre Dame ist abgebrannt. Das ist kein so schönes Thema. Die Franzosen haben da einiges zu tun. Das ist überall in den Nachrichten. Aber es gibt hier was anderes Spannendes. Denn ja, es kam zu einer Abstimmung in der französischen Nationalversammlung und Kryptowährungen sind nun Teil von Lebensversicherung offiziell zugelassen dort. Und das Versicherungsgesetz wurde da geändert. Ja, und man darf jetzt Lebensversicherung in spezielle professionelle Fonds investieren. Und ja, das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Und das Ganze, ja, sagt hier auch die Anwältin Alsias, die sagt, durch diese Bestimmungen steht es nun schwarz auf weiß geschrieben, dass SPFs in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren können. Und die Höhe, die ein Fonds jetzt hier letztendlich in Kryptos investieren kann, auch die ist nicht festgelegt, also nicht begrenzt. Und für Franzosen bietet sich jetzt die Möglichkeit, ja, einen Teil ihrer Lebensversicherung, wenn sie wollen, in Kryptos zu investieren. Ich bin gespannt, ob das ankommt, ob das angenommen wird, wenn es in den nächsten Bullrun geht, ganz bestimmt. Aber das ist natürlich jetzt kein Schritt, der von heute auf morgen gelungen ist. Über ein Jahr lang haben die Politiker dort mit den Unternehmen zusammengearbeitet, um halt diese Regeländerung durchzusetzen. Und die jetzige Lösung ist eher ein Nebenprodukt auch der Gesetzesänderung, nicht das Hauptziel. Ja, es könnten weitere rechtliche Anpassungen noch folgen. Aber Frankreich will wirklich Vorreiter werden. Die wollen jetzt auch ihre Kryptoregulierung auf die EU, anderen Länder pushen. Da gibt es einen Vorschlag an bei der EU. Und ja, nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr bullisches Zeichen meiner Meinung nach. Und das wurde ja jetzt hier letztendlich durchgewunken. Interessant ist natürlich auch, dass man das Ganze natürlich dann steuerlich geltend machen kann. Und ja, der Wirtschaftsminister, er hat gesagt, er ist sehr zufrieden damit. Er hat gesagt, wir wollen halt die Wirtschaft weiter umkrempeln und diesen Bereiche weiter fördern. Ich bin gespannt, ja, wie sich das entwickelt, ob das ja wirklich bei den Leuten ankommt, ob die Leute das auch dann empfehlen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, gucken wir mal zu Satoshis Schatz, Satoshis Treasure, wo man 1 Million Dollar in Bitcoin gewinnen kann. Und das ist ein ja Alternate Reality Game, wo man halt die Bitcoin gewinnen kann, also den Schlüssel zu diesen Bitcoins. Die sind auf der ganzen Welt versteckt. Und ja, jetzt kann man mal gucken, ob das jemand knackt, dieses Rätsel. Es ist nicht das erste Rätsel dieser Art, aber in der Nachricht vor ein paar Tagen wurde an den Blockstream-Satelliten etwas gesendet und ja, die Leute dazu aufgefordert, Satoshis Treasure zu suchen, was die Entschlossenheit, den Mut, die Intelligenz und den Verstand von zukünftigen Jägern testen wird. So behauptet auf jeden Fall der Spielleiter. Und ja, ich denke mal, so 1 Million Dollar in Bitcoin ist nicht verkehrt, wenn man es dann knacken kann. Es scheint nicht so einfach zu sein, ja. Und das letzte Rätsel oder verschiedene andere Rätsel haben auch teilweise jahrelang keinen gefunden, der es gelöst hatte. Ja, auf jeden Fall kann man auf der Webseite satoshitreasure.xyz Hinweise zur Belohnung finden. Die Webseite, ja, sieht ganz hier so grün aus im Hacker-Stil. Ja, und da gibt es verschiedene Keys, die man dann letztendlich entdecken muss. Wie man das im Einzelnen
macht, ja, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, dass es ein bisschen dauern wird, bis dieser Schlüssel wirklich gefunden wird. Man muss hier ja 400 Stücke finden, man muss sie wieder zusammensetzen und dann hat man den Zugang zu den Keys. Ja. Und es wird wohl ja hier auf bestimmten geografischen Koordinaten dann findbar sein. Und ja, ich bin gespannt, ja, ob es da wirklich jemanden gibt, der das knackt, weil 1 Million in Bitcoin ist ja nicht schlecht. Wir hatten ja auch schon ein paar andere Rätsel gesehen, zum Beispiel der französische Künstler, der einen Bitcoin-Key in seinem Bild versteckt hatte. Mit einem Schwarzlicht konnte man diesen Key dann sehen. Ja. Und auf jeden Fall eine coole Sache. Ich sag mal, die Leute jagen gerne, spielen auch gerne. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Weg natürlich, jetzt hier die Zusammenarbeit von Menschen zu fördern. Ob das geknackt wird, was glaubst du? Findet hier jemand noch den Satoshi's Treasure? Ja oder nein? Schreibt mal in die Kommentare. Ja, gucken wir nach England. Da ist die Firma Corporate Traveller das größte Reisemanagementunternehmen in Großbritannien und die wollen jetzt BTC-Zahlungen, also Bitcoin-Zahlungen, akzeptieren, haben eine Partnerschaft mit BitPay geschlossen und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen. Und sie sagen hier, die Nachfrage von unseren Kunden nach der Möglichkeit, Bitcoin für Buchungen von Geschäftsreisen zu nutzen, ist laut den Beratern gestiegen. Das Ganze wird jetzt über BitPay laufen, um halt einfach dieses Volatilitätsrisiko auszuschließen, denn wenn hier jemand über BitPay bei Corporate Traveller dann zahlt, wird das Ganze im britischen Pfund sofort umgewandelt. BitPay nimmt dafür 1% Gebühr, ja, und sind natürlich dementsprechend günstiger als auch Kreditkartenunternehmen. Ich bin gespannt, wie viele Leute das letztendlich nutzen werden. Und wir haben ja schon einige Webseiten, wo man ja Hotels oder auch Flüge mit Bitcoin buchen kann. Ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr weit verbreitet ist. Also vor allem, wenn man reist, dann kann man alles mittlerweile mit Coins bezahlen. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Und wenn wir uns jetzt mal BitPay angucken, BitPay ist ja kein kleines Unternehmen. Die haben allein im letzten Jahr Transaktionen im Wert von 880 Millionen Euro verarbeitet und haben auch dann einen neuen Rekord, was Einnahmen an Transaktionsgebühren angeht, aufgestellt. Also es wächst weiter, die Branche wächst langsam weiter im Hintergrund, unabhängig vom Preis, und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Guck mal zum Schluss nochmal auf den Markt. Wir stehen bei 176 Milliarden Kapitalisierung. Bitcoin Dominance ist 52,3%, Trading Volumen 40 Milliarden. Und ja, Top 10 sieht schon mal ganz grün aus wieder im Vergleich zu gestern. Keine großen Sprünge bei den Coins hier. Monero hat aber mal 6% zugelegt, steht jetzt bei 68 Dollar. Wenn wir uns mal angucken, wer der Top-Gewinner ist zu gestern, da haben wir Basic Attention Token mit knapp 12% Kurs Plus oder Tezos mit 8%. Top-Verlierer hingegen zu gestern, das ist ABBC Coin mit 7% Minus, also für die Trader wieder was dabei. Also Leute, das war's von mir, ich bin raus, wünsche allen einen schönen Tag und ihr wisst Bescheid, gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat, ein Thumbs up und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, macht gut, schwenkt den Hut, let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam. Give us